Hallo, wir sind aus dem Deutschen Kurs und wir sprechen über die historischen Charaktere von Mexiko. Die meisten von ihnen starben, um uns eins freiladen zu geben. María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández, geboren am 10. April 1789 in Mexico Stadt. Vicentas Leona Vicario und Benemérita Dulcísima Madre de la Patria war eine bemerkenswerte Frau in der mexikanischen Unabhängigkeitskrieg und eine der ersten Journalistinnen in Mexiko. Sie starb am 21. August 1842 in Mexiko. Von Mexiko. Und General im mexikanischen Unabhängigkeitskrieg. Er starb am 19. Juli 1824 in Padilla, Mexiko. Vicente Ramón Guerrero Saldaña, geboren am 9. August 1782 in Guerrero-Stadt, bekannt als Vicente Guerrero, Benemérito de la Patria, war der vierte Präsident von Mexiko und ein Militär und Politiker im mexikanischen Unabhängigkeitskrieg. Er starb am 14. Februar 1831 in Oaxaca, Mexiko. Miguel Hidalgo y Costilla, geboren am 8. März 1753 in Guanajuato, Mexiko. Er ist bekannt als el padre de la patria. Er war ein Priester und Militär in Unabhängigkeitskrieg. Er hat el grito de Dolores gemacht und er wurde erschossen in 1811. Vicente Ramón Guerrero Saldaña, geboren am 9. August 1782 in Tixla, Guerrero, bekannt als Vicente Guerrero. Er war ein mexikanischer Politiker und Militär. Er mag ein Bündnis mit Iturbide, Ejército Trigarante. Er war der zweite Präsident von Mexiko. Er starb in 1831. José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, geboren am 29. September 1786 in Durango, Mexiko. Vicente Guadalupe Victoria war der erste Präsident und ein Militär und Politiker in der mexikanischen Unabhängigkeitskrieg. Er starb am März 1843 in Perote, Veracruz. Martín Javier Mina Larrea, geboren am 1. Juli 1789 in Otano, Navarra, Spanien. Bekannt als Javier Mina, war der erste General von Assistant-Division des mexikanischen Kongresses im mexikanischen Unabhängigkeitskrieg. Er starb am 11. November 1817 in Querétaro, Nueva España. María Josefa Crescencio Ortiz Telles Girón, geboren am 8. August 1768 in Morelia Stadt, bekannt als Josefa Ortiz de Domínguez und La Corregidora, war eine Teilnehmerin in die Verschworung von Querétaro und für den Kampf den Priest Miguel Hidalgo y Costilla in Dolores Hidalgo Stadt. Sie starb am 2. März 1829 in Mexiko Stadt. José María Morelos y Pavón, geboren am 30. September 1765 in Morelia, er war ein Priester, Militär, Aufständischer und Patriot in Unabhängigkeitskrieg. Er war ein mexikaner Führer von Südmexiko und er wurde erschossen in 1815. Ignacio José de Allende y Unzaga, geboren in San Miguel de Allende in 1779, bekannt als Ignacio Allende. Kapitän von New Spanien Milizen.
Er würde erschossen un Susamen Hidalgo, Abasolo, Mariano Jiménez, un Uldama en Tauta.